Ich heiße Morris Louis Bernstein, für die Kunstszene einfach nur Morris Louis. Ich wurde 1912 in Baltimore geboren und starb 1962 in Washington D.C. an Lungenkrebs. Meine Eltern sind jüdischen Glaubens aus Russland nach Amerika emigriert. Erst spät, 1958, 4 Jahre vor meinem Tod, beginne ich mein Hauptwerk. Die Wissenschaft in Russland und Amerika strebt hinaus in die Weiten des Weltraums. Die Raumfahrt hat ihre ersten Erfolge. Die gigantische Leere des Weltraums wird uns drastisch vor Augen geführt. Ich beschließe, dieser Leere auf riesigen Leinwänden Ausdruck zu verleihen. Farbfelder sollen den Blick auf die Leere lenken. Ich gieße die Farbfelder, wie ich es bei Helen Frankenthaler in ihrem Bild Mountains and Sea gesehen habe, mit Acrylfarbe über die ungrundierte Leinwand, vermeide es aber dabei, Objektvorstellungen entstehen zu lassen. Aber nicht wie es Jackson Pollock macht, als Action Painting oder die Europäer in ihrem Informel. Die Informel-Malerei ist viel zu gefühlsgeladen und auch in Pollocks Malerei steckt noch viel zu viel persönliche Handschrift, weil ihm der Herstellungsprozess das Wichtigste ist. Ich will vielmehr und ausschließlich die direkte Enthüllung der Materie, mit der ich gestalte, der Farbe auf der Leinwand. Der Prozess ist mir überhaupt nicht wichtig, nur das Resultat zählt. Deshalb darf mich niemand beim Malen beobachten. Darum schließe ich mich in meinem Atelier ein. Ich sprach auch nie über meine Arbeitsweise, während ich lebte. Jetzt, nach meinem Tod, bin ich durchaus bereit, einigen Spekulationen über meine Arbeit nachzugehen. Niemals werde ich aber Objektvorstellungen zu meinen Bildern gutheißen. Viele, die sich anmaßen, über Kunst reden zu können, nennen meine Bilder Vorhänge. Lieber sind mir da abstrakte Bezeichnungen wie Farbstreifenreihen bzw. Colorfield Paintings, welche die Kunst meiner Künstlerkollegen mit einbeziehen, die in ihrer Malerei ähnliche Absichten verfolgen wie ich. Wie mein Freund Kenneth Noland mit seinen großen zentrischen Kreiskompositionen und seinen V-förmigen Farbkompositionen. Und auch die Kollegen Mark Rothko mit seinen großen weichen Rechtecken und Barnett Human mit seinen riesigen Farbflächen, die nur von wenigen senkrechten schmalen Farbstreifen durchzogen werden, wie in den Bildern Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Akzeptabel finde ich auch die Bezeichnung Hard Edge meines Förderers, des Kunstkritikers Clement Greensberg, dem ich dankbar bin, dass er unsere radikale Verweigerung alles Gegenständlichen und unsere Ablehnung aller ideologischen Funktionalisierungen so vehement unterstützt hat. Der jüdischen Tradition verpflichtet, will ich meine Bilder zu eigenständigen Zeichen mit eigenständigen Wortbedeutungen formen, eher angelehnt an die abstrakten, kalligraphischen, unkörperlichen Kompositionsflüsse hebräischer Schrift als an meine eigene kubistische Vergangenheit. Nicht das wirklich Fassbare, sondern das Unfassbare will ich darstellen. Deshalb lasse ich noch viel stärker als Helen Frankenthaler große Teile der Leinwand unbedeckt. Diese lichtgefüllten Räume, welche die gestreiften Farbgüsse umgeben, sollen nicht als negative Räume, sondern ebenfalls als positiv gesetzte Räume gesehen werden, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem sie ins visuelle Zentrum drängen und aus der Mitte ihrer Leere die Gedanken des Betrachters entstehen lassen. Das Bild muss wie ein Wort zu seinem Betrachter sprechen, direkt, plötzlich, mit klaren, überschaubaren Formen gedankenschöpfend. In einem Moment ist das Unmögliche wahrzunehmen. Es selbst spricht aus der absoluten Ruhe der klaren Farbflüsse, die sich in ihrem Abwärtsfluss zu einer einzigen bildfüllenden Bewegung zusammenschließen und darin den immerwährenden Rhythmus der Natur zeigen, der eingebettet ist in die Unendlichkeit des unbestimmbaren Raumes. Die wenigen Impulse aus der großen, vorschwebenden Leere des Bildes führen gleich einer unendlichen Meditation das Sein als vorhandene und doch nicht greifbare Größe vor Augen.
Die schafft nur eine Malerei, die sich auf nichts außerhalb ihrer selbst bezieht und deren Gestaltung sich ausschließlich aus der Beschaffenheit und den Bedingungen des Materials ergibt. Eine Malerei, die nur den physikalischen Besonderheiten der Farben folgt, ihrem eigenen Formwillen, ihrer Transparenz und ihrem Fließcharakter. Mit ausgedehnten Farbfeldern, die sich selbst geschaffen haben, entstehen sakrale Räume, die uns die unendliche und zeitlose Leere des Weltraums näher bringen. Während die Wissenschaft beginnt, den Weltraum technologisch zu ergründen, will ich seine Unermesslichkeit für konzentrierte Andacht zeigen. Ich bekam diesen kurzen Film von jemandem aus meiner Zukunft zugesandt. Es ist schon interessant, welche Gestaltungsmöglichkeiten die Computertechnik bietet. Leider zeigt sie Größe nur in der Verarbeitung von Daten, nicht aber in ihrer Präsentation. Wie will ich unendliche Weiten auf einem so kleinen Schirm zeigen? Ich brauche die riesige leere Fläche der Leinwand. Die unendliche Spiegelung ist eine schöne Idee, zeigt aber leider nur eine virtuelle Unendlichkeit. Der Raum bleibt mit ihr eigentlich sehr begrenzt endlich. Und die Kamerafahrt holt alles, was vorher ungegenständlich schien, in den Raum der Gegenständlichkeit. In ihm werden die Gedanken des Betrachters beschränkt. Sie können sich niemals so entfalten wie hinter dem Blick in die Leere zwischen den Farbfeldern auf der Leinwand von Beta Kappa.